Ja. Tut mir leid, dass ich gerade den Stream beendet hatte. Es war ein Fehler meiner Seite. Ich habe vergessen, dass auf der Zahl 0 mein Stream stoppen ist. Und wie ich da hier den Wert von 200 auf 2000 erhöht habe, ist es halt nachher passiert. Ja. Das ist einfach so typisch ich. Ich mache immer solche depperten Fehler. Aber ja, ist ja auch irgendwie egal. So. Jetzt ist es Herbst, jetzt beginnen also schon, die Felder zu ernten. Das ist ja mal schön. So, da habe ich nachher Apfel nächstes Jahr. Da höre ich es auch auf 3 Leute. Oh ja, die beginnen ja jetzt schon die Bäume zu pflanzen, das ist ja auch ein Vorteil. So. Dann hoffen wir mal, dass das bald fertig ist, damit nachher die Hütten da gebaut wird. Obwohl, erhöhen wir jetzt hier mal die Prio. Damit das Gebäude zuerst mal fertig ist, damit wir nachher auch unsere Einwohner, die letzten zwei Obdachlosen, loswerden. Warum bringt sie die Nahrung dann nicht weg? Das ist ja überhaupt ist noch nicht annähernd voll. Okay, jetzt nehmen sie wieder Sachen. Perfekt. Hier, das wird eine schöne Farm, Farmanlage dann. Oh warte, ich kann hier auch schon. Ich kann hier auch schon den Markt platzieren. Oh ja. Ich habe ja einen Mod, dass er der Markt einen größeren Radius hat. So, platziere ich hier den Markt. Dann kann ich rundherum schön noch die Häuser platzieren. Sogar. Perfekt. Mache ich jetzt mal den Forester, erhöhe ich auf 2. Und so die Straße runter. Das sollte passen. Und da kommen auch noch Äpfel hinein. Dann mache ich noch einen Jäger, den ich hier beim Förster platziere, auch hinter platziere. Aber ja. So. 2 Fischer. Und passt. Das sollte jetzt eigentlich die gesamte Nahrungsproduktion für den Anfang mal sein, die wir benötigen. Aber jetzt brauchen wir nur mit die Bürger, müssen wir unsere Bürgeranzahl erhöhen können. So.
Ja, das sollte passen auch von Einwohnern her. Hoffe ich jetzt mal. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, dass ich nicht die Null nutzen darf, um da die Limits zu erhöhen. Das wäre jetzt auch sonst blöd. Und das ist blöd, dass jetzt unser erster Bürger schon direkt stirbt, nur wegen der Geburt. Aber ja, so ist halt das Leben. Ich kann ja mal die Geschwindigkeit auch erhöhen. Das Schöne ist auch, dass automatisch, wenn die Farmer nicht arbeiten können auf den Feldern, sie automatisch zu labern werden sozusagen. Also sie beginnen nachher auch Sachen zu sammeln. Und ich erwähne das jetzt eigentlich nur, weil es viele Leute nicht wissen. Ich wusste es auch eine lange Zeit lang nicht. Ich musste es nachher auch eigentlich nachlesen. Aber ja. Und das sind so schöne Apfelbäume. Oh, ja. Okay, jetzt haben wir vielleicht den ersten Handelsposten. Bei dem verkaufen wir nachher Feuerholz. Weil wir brauchen ja so viel nicht. Warte. Ich kann ja noch einen zweiten Bauarbeiter reinhauen. Dann kriegen wir das wahrscheinlich auch schneller fertig. So, dann ein Bauarbeiter weg und einen Händler draus machen. Und verkaufen tun wir nur das Feuerholz. Das kann ich ja jetzt mal auf 500 setzen. Oh ne, mach mal lieber eine 1000 da draus. So. Und was wollen wir irgendwas automatisch kaufen? Nein, ich glaube ja nicht. Ach ja. So, jetzt kann ich da jetzt erhöhen auf 1. Auf 2 meine ich, damit wir mehr Feuerholz produzieren. Und ja. So, jetzt ist Sommer und die sind alle weiter schön ausgelastet. Ja, das ist gut aus. Nur ein bisschen mehr Nahrung würde ich jetzt wieder gebrauchen. Dann sagen wir jetzt mal, sie sollen da sammeln. Da ist. Oder da war, besser gesagt. Warum verhungern die? Jetzt kommt ja die ganze Nahrung ran. Aber ja. Ich habe sogar Kräuter. So. Ich kann ja einfach immer Nahrung kaufen lassen.
wenn er verlässt dann. Sie verhungern, weil sie das Essen auf den Feldern liegen lassen. Das ist ja sehr schön. Und warum lassen sie es überhaupt auf den Feldern liegen? Geht's. So, dann hoffe ich mal, dass drei Bauern ausreichen. Ich meine, für 14 Personen, das sollte ja passen. Das Feuerholz, was wir benötigen. Erhöhen wir es doch lieber ein bisschen. Damit wenigstens beide Apfelfarmplantagen funktionieren. Und das eine Feld ein bisschen schneller wird. Und Werkzeuge werden wir auch noch bestellen. Aber ja, so soll es mal passen vom Anfang her. Und unsere Bevölkerung ist auch jetzt gerade gewachsen um 1 wieder. Feuerholz wächst da auch schon. Gut. So. Das Feld könnte ein bisschen besser bewirtschaftet sein um die Jahreszeit, aber ja, es passt eh. Kann sich ja nicht alles wünschen. Also es kann nicht alles perfekt sein, meine ich. So, was können wir dann noch machen? Mine brauchen wir jetzt nicht. Eine Dairy Farm haben wir auch noch nicht. Also brauchen noch keine Milkerei. Warte, wie ist das nochmal? Molkerei. Ja, Molkerei was? So, dann sehe ich hier mal City Hall, also das Rathaus sozusagen. Es ist Sommer, ja, das passt. So. Auch mal die Bauern aufstocken, wie das Ernten ist. Und nächstes Jahr sollte ich nachher auch Äpfel bekommen. Ja. So, dann lassen wir mal unsere Leute auch Stein sammeln. Und ja, das sollte jetzt mal passen. Wann kommt denn ein Händler? Irgendwie vermisse ich den jetzt schon. Hätten wir jetzt schon einen Händler, dann hätten wir um einiges mehr, einiges bessere Nahrungsproduktion, einfach weil wir Nahrung kaufen könnten.
vor allem weil wir nachher die Nahrung variieren können. Das heißt, wir noch ein drittes Feld machen mit dem anderen Gemüse. Oder Getreide, je nachdem, was wir bekommen würden. So, ja, nächstes Jahr soll es noch passen. Das einzige, was uns fehlt, ist jetzt Stein. Alles passt. Also wo war nochmal das? Oh ja, da ist der Schmied. Ja, ich muss hier mal daher. Da ist es schön gelegen, bei den Feldern. Also hier schön bei den Lagern dran, auch relativ nah den ganzen Häusern. Das sollte passen. Lass ich nachher vom Schmied noch ganz normale Eisenwerkzeuge herstellen. Oh, wir haben schon die ersten Äpfel geerntet. Sehr gut. Dann machen wir uns jetzt noch einen Bauarbeiter. Machen wir jetzt zwei Bauarbeiter. Damit es halbwegs schnell wird. Und ja, da fehlt eh nur das Work. Und hier fehlt noch auch nur mal das Work. So. Dann lasse ich mal alle Rohstoffe von hier entfernen. Damit unsere Labors auch was zu tun haben, also unsere Bauern auch im Winter was zu tun haben. So, dann haben wir auch bald den Markt. Eigentlich hätte ich den Markt erst später nachher bauen müssen, wenn ich wenn wir eine größere Siedlung errichtet haben, schon. Aber ja, so passt es ja. Oh, jetzt haben wir da was bietet. Oh. Da holen wir uns natürlich ein paar Händler. So, alles Abstand und hier nachher sollte 13 mal 13 sein, wenn ich nicht irre. Ja, ein 13 mal 13. So soll es mal passen. So, die Felder werden auch schon bestellt. Und dann schicken wir ihn mal wieder weg. Dann gehen wir einen Bauarbeiter weg und machen daraus einen Händler, der nach unserem Markt bestückt, damit die Leute schnell ihre Nahrung etc. bekommen. Und ja, jetzt sehen wir nachher, wie schnell wir jetzt vorankommen. Die Nahrung ist jetzt wieder gering, also 600 ist nicht gerade gering, würde ich sagen. Ja, das Eisen kann man schon sagen, dass es wirklich gering ist. Aber ja. Alles nur eine Sache der Anstellung ist, würde ich mal sagen. Das sollte passen. Ja, auch die ganzen Häuser haben auch einen schönen Buffer von der Nahrung her.
dann errichte ich wieder ein paar neue Häuser. So, das sollte mal passen. Vier Häuser mehr, das rentiert sich schon. So, dann haben wir auch gleich einen Jäger da oben fertig. Dann werde ich nachher einen Bauern abziehen und zum Jäger aus umfunktionieren. Aber ja. Und ich habe gesehen, ich habe jetzt schon 6 Zuschauer. Wie geht es euch so allen? Schreibt ruhig mal auf was in den Chat. Falls ihr mir irgendwas Bestimmtes wollt, dass ich irgendwas Bestimmtes jetzt baue oder so. Also sagt es einfach. Ich stelle kurz noch die Musik ein bisschen leiser. Die ist mir jetzt auch ein bisschen laut gewesen. Ja, so soll es besser sein. Ich kann einen Jäger machen. So. Ich würde mal sagen, dass jetzt obwohl mir auch schon Leute weggestorben sind, jetzt vorher schon, weil sie verhungert sind, weil sie den Arm am Feld liegen haben lassen. Kann ich schon sagen, dass es jetzt halbwegs geschafft hat. Es läuft. Ehrlich. Der Schmied bräuchte noch ein bisschen Arbeit und der hier auch noch. Aber ja. Dann habe ich einen Jäger, der auf die Nahrung beschafft. Dann brauche ich jetzt noch einen Schneider, der aus dem Leder nachher. Also ich habe jetzt einen Jäger, der mir Leder beschafft, damit ich nachher Kleidung herstellen kann. So, das mache ich mal so. Muss ja nicht alles optimal effizient ausgelegt sein, oder? Bäume noch gefällt. Erhöhe mal wieder die Priorität für die Gebiete hier. Damit sie nicht die ganze Nahrung einfach die ganze Winter lang draußen stehen lassen und nicht wieder verhungern. Wird gerade gebaut. Ah, die Fische werden gerade gebaut. So, hier ist der Fischer. Dann haben wir auch noch Fisch jetzt gleich. Ja, das passt. Und unsere Bevölkerung wächst auch schon. Also jetzt kann man nichts mehr dagegen sagen. So, jetzt sind wir schon im 5. Jahr. Ich habe mal die Priorität für die Schmiede. Einfach damit die mal fertig ist, damit wir nachher auch schon die ersten Werkzeuge wiederherstellen können. Weil irgendwie fehlt es uns wirklich an denen.
Wie ist das Wetter bei euch so? Bei mir ist es irgendwie jetzt gerade minus 5 Grad oder so. Und wenn man nachher ein schön altes Gebäude hat, mit einer schlechten Isolierung draußen, dann friert man auch schon in den Zimmern drinnen. Ah. So, ja, der bekommt hier jetzt auch Feuerholz dazu. Huhu, der Schmied ist bald gepaart. Nur noch ein bisschen und wir haben endlich wieder den Schmied. Aber ja. So, und jetzt haben wir den Schmied, der... Ja. Das passt. Kohle haben wir jetzt noch nicht, dafür bräuchten wir zumindest extra nochmal einen Schmied machen, der nachher aus Holz Kohle macht. Und das ist übrigens nicht im Basegame, das durch einen Mod, dass der Schmied auch Kohle herstellen kann. Und was wird jetzt gebaut? Die Häuser sind es auf jeden Fall mal nicht. Ah, jetzt bauen sie das Rathaus. Erhöhen wir es mal auf 4 Leute, damit es schneller geht. Dann noch einen Bauern dazu. Obwohl, eigentlich machen wir lieber einen Fischer dazu raus. Schön viel Fleisch macht der Jäger auf jeden Fall mal. Aber egal. Jetzt bekomme ich, jetzt werde ich immer die Nachricht bekommen, unsere Werkzeugreserven lochen. Es wird zu wenig Werkzeuge haben. Aber was kann man schon machen? Jetzt haben wir das Rathaus, jetzt haben wir endlich auch unsere Statistiken. Auf 5 Jahre pro. Ja, die Nahrung. Die Nahrung macht uns auf jeden Fall mal ein Plus. Das hier ist wenigstens mal was Schönes. Ja, soll es passen. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Wurfkasten. Ich habe produziert zu wenig Brennholz. Ah, weil es daran geliefert wird alles. Da kommt wieder mal der Händler. Ach, herrlich. Und was verkaufst du? Ja, das brauchen wir mal. So, jetzt haben wir neue Setzlinge. Ah, das sind Nüsse. Also, dann brauchen wir noch mal eine Obstfarm. Mit 13 mal 13. Ah.
So, dann können wir da eigentlich auch wegschicken. Okay, ich sehe es. Die Hühner ist gerade gebaut. Das ist herrlich. Und ich sollte noch auf bald wieder meine Häuser fertig machen lassen. Aber eigentlich. Was bauen sie gerade? Das ist fertig, da oben habe ich ja nichts, was gebaut wird. Ich habe eigentlich nur die Häuser. Das Haus wird hier gebaut. Gut. Es ist Frühling, es liegt noch immer, dass vom Feuer die Nahrung fällt. Aber ja. Oh, warte. Bauen sie jetzt wegen der, weil da das noch herumliegt, nichts an? Wenn ja, es wäre das nicht allzu schön. Dann erhöhen wir mal die Priorität. Obwohl, wie viel Fleisch habe ich? Da ist gerade überhaupt kein Fleisch. Was habe ich da drin? Das Minimum. Das Minimum, was man zum Leben braucht, habe ich also. So, perfekt. Dann rückt sich also die Bauarbeiter und hol mir einen Schneider. Und du kannst Nüsse anbauen. Ja, ich weiß, dass die Nahrung gering ist. Ich könnte nur liegen, dass die Nahrung vom letzten Jahr noch immer nicht abgeholt wurde. So, ich habe noch drei Leute. Ich glaube, dieses. Diesen Winter wird es noch wieder, wenn meine Leute hungern müssen, weil die Nahrung nicht abgeholt wurde. Aber egal. Ich sollte eh noch genügend Reserven haben, also in den Häusern, damit sie den Winter überleben können. Und ich habe auch einen. Ich schicke einfach noch einen. Ich erhöhe die Anzahl an Jägern. Und im Notfall kann ich auch noch Fische dazu machen. Werkzeuge werden hergestellt und jeder hat Werkzeug. Kleidung sollte auch bald aufgestockt werden für alle. Ja, es sollte passen. Und da werden auch schon die ersten Nüsse angebaut. So. Das Einzige, was ich wirklich brauche, ist mehr Feuerholz. Ah, jetzt soll ich ja wieder weniger bauen. Ah, jetzt geht's ja auch schon. Dann noch ein dritten Jäger. Das sollte sich aus. Das sollte ja funktionieren. Einfach damit wir auch die Nahrung produzieren, jetzt im Winter durchs Jagen. Oh ne, ich reduziere das auf 1 und mache einen Fisch mehr draus. Also einen Fischer. Oh, stimmt ja, ich muss da auch noch reduzieren. Dann habe ich einen Fischer, da brauche ich keine Bauarbeiter mehr. Dann mache ich noch einen Förster. Und die andere darf jetzt einfach Sachen sammeln. Ich habe da eh wieder überall Sachen herumliegen. Da mache ich dann auch einen Händelfarmer. Und so. Erhöhe ich auf 2. Und es sollten immer mindestens 20 da sein. Und dem fehlt das Leder. Herrlich. Ach.
Okay, jetzt brauche ich nicht mehr so viel Feuerholz, dann. Dann kann ich jetzt die Farmer erhöhen auf 10. Das ist halt nochmal passend für den Anfang. Dann kann ich jetzt nachher wahrscheinlich. Ja, ich baue jetzt schon nachher das erste Steinhaus. So, das sollte jetzt mal arbeiten. Wo bleiben jetzt schon wieder mal die Händler? Ich weiß, dass ich hier auch wieder gekauft habe. Sind sie etwas so ewig weit weggerannt, dass sie jetzt Ewigkeiten brauchen, um da herzukommen? An sich ist ja schön, dass die Tiere sich von selbst in die Gehege gehen immer. Aber ja. So, okay, da haben wir auf jeden Fall mal genug Kleidung. Dann lassen wir sich jetzt hier Stein holen. Da oben lasse ich jetzt mal den Anfang, also hier lasse ich mal den Anfang mal umgerührt. Später bewege ich nachher die ganzen Holzfäller und Jäger hier rund in das Gebiet. Einfach weil es auch wahrscheinlich angenehmer ist. Und natürlich haben wir hier das Wild, wo da kein Jäger steht. Ich finde das irgendwie so lustig. Immer bei den, in den Siedlungen ist immer Wild nachher, weil man da nie einen Jäger hinbaut. Aber ja, so ist nun mal das Spiel. So. Was fängt da an? So. Perfekt, das kauft doch automatisch, wenn ich wegschicke. Dann baue ich jetzt eine Kapelle hierher und daneben mache ich hier jetzt mal den Weg hinunter. Und da sollte es jetzt noch ein paar Häuser ausgehen, wenn ich mich nicht verirre. Ja. Perfekt. Ernsthaft, wegen diesem einen kleinen Feld kriege ich da kein Haus hin. Wieso kriege ich dann nie die Brücken hin, wenn ich die Brücke haben will? Dann muss ich halt da eine Brücke runter machen. So. Okay, das sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Und so. Aber trotzdem einen Farmer mehr und das wäre perfekt. Irgendwie habe ich zu viele Frauen. Und mir geht wieder Stein aus. Aber ja. So ist das halt. Und. Oh, warte, ich habe ja hier keine Berge. Das wäre komplett nur ein Tal. Ja, ich habe hier keine Berge. Die Landschaft ist aber nicht mal so schön. Ist sogar recht schön. Da muss ich also Eisen kaufen. Aber doch 500 Stern.
Jetzt beginnen ja wieder meine Bauern auch die ganzen Sachen zu sammeln. Aber einen Schneider brauche ich jetzt gerade nicht. Dann hole ich mir jetzt noch einen zusätzlichen Bauarbeiter für den Zeitraum. Dann kriege ich die Kapelle schneller fertig. Nachher erhöht sich damit auch die Happiness von meinen Bürgern. Nein, das ist es nicht. So. Den wollte ich nachher auch noch haben. Dann kann ich aber auch mal den Weg runterziehen von der Brücke aus. 100 Meilen lang halt. Einfach damit ich weiß, wo ich den hin platzieren kann. Stein ist gering, okay. Den Schmied brauche ich dann jetzt auch mal nicht, weil ich ja eh kein Eisen habe, was er benutzen kann zum Arbeiten. Soll ich hier noch einen Steinbruch errichten? Ich glaube mal eher nicht. Warte, das Essenslimit ist erreicht. Oh. Dann habe ich so 25.000. Für was habe ich die Hühner vorher gekauft, wenn sie ja eh nicht herkommen? Mann, das nervt irgendwie. So ist halt mal das Leben. Was kann man schon anders dagegen tun? So, dann habe ich die auf die Brücke fertig. Und da habe ich den Weg vergessen natürlich. Herrlich. Und da kommt der nächste Händler. Ja, das ist beides interessant, ehrlich gesagt. Verdammt. Ich muss das auch schon anhöhen. Also anheben, recht. Oh, 2000, das sollte passen. Die Kräuter kann ich auch nachher einfach nehmen. Thank you.